Ja, das ist, ja, gut. Und diese 7,8 Milliarden, die muss man durch ein Drittel teilen. Dann musst du praktisch durch ein Drittel teilen, also mal 3 nehmen, dann weißt du, wie viel auf dem Land wohnen. Genau, ne? 42. Und 42 ungefähr, 42 bis 50, ist ja egal. Ja, so genau. Ja, in Deutschland ist es die Bevölkerungsdichte höher, in Afrika geringer, ne? Und so weiter. Ne? Jetzt habe ich gesagt, und überall in der Welt produziert man Nahrungsmittel in Monokulturen. Ganz Deutschland haben sie viele Wälder abgeholzt und haben überall Monokulturen. Ja. In Brasilien holzen sie Wälder ab, um in Europa Schweine mit Soja zu füttern. Ja. Für Monokulturen. Und da habe ich mal die ketzerische Frage gestellt, wieso baut man keine schwimmenden Inseln aus Eis auf dem Atlantik, 2 Kilometer Durchmesser, und du hast 314 Hektar Land auf dieser Fläche? Ja, das haben die ja mittlerweile gemacht. Die Sonnenkollektoren sind teilweise, schwimmen die auf dem Meer. Ja, das machen die, aber die machen keine Pflanzungen. Man könnte doch auf einer riesen Plattform, im Zweiten Weltkrieg gab es mal das Project Tabaco, von einem Engländer erfunden, okay, ein Flugzeugträger aus Eis. Kannst du irgendwo nachforschen, ne, in Lexika und so ja, weiter. Ja, das Eis im Nord- und Südpol, ja, das schmilzt ja ab. Ja, jetzt lass mal die. Ja, Moment, ich bring das gerade rein, weil das gerade passt. Siehst du, macht ein neues Fass auf, wie die Juli, schon fast noch schlimmer. Ja, aber du erzählst es so oft, ich wusste es nicht. Ja. Er wusste es nicht. Woher kennt ihr euch überhaupt? Ach, ja. Wir haben mal im Internet kennengelernt, Schachcomputer, und dann haben wir an der Traffic-Station, wo wir einen Film gedreht haben. Traffic, bei der haben wir die Zähler abgelesen, die Leistung und so weiter. Fakt ist, dass jeder Mensch, du, ich, ich und einiges weniger. Ja. Du bist ja noch jung, bist ja gerade mal 50 Jahre, ne? 50? Willkommen. Ich bin älter als du. Echt? 80? Du bist doch kein 80. Nee, ich bin erst 70. Siehst du? Wir trennen uns gerade 5 Jährchen. Siehst du? Da habe ich mit 5 Jahren Vorsprung. Ja. So, ja. Fakt. Jeder, der konsumiert und so weiter, 30 Kubikmeter Eis ist dafür verantwortlich, dass in der Nordpol und Südpol 30 Kubikmeter Eis verschwinden. Ich habe das mal umgerechnet, das ist ganz einfach. Wenn du ein Zimmer hast mit 4x5 Meter, das sind 20 Quadratmeter, so, und dann 1,50 Meter, dann hast du also bis zu 1,50 Meter, alles ist Wasser. Das wird in Zukunft passieren. Die fliegen jetzt alle in die Rocky Mountains, weil bis 2030 gibt es da keine Gletscher mehr. Ja. Die Gletscher schmelzen ab wegen der Erderwärmung. Warum kriegen wir eine Erderwärmung? Weil die 5G einschalten und die Mikrowellenstrahlung erhitzt. Du tust schon wieder alle so 5G reduzieren. Nein, wenn die einen Mikrowellenherd um den Planeten gebaut haben und 5G einschalten, dann ist das hier, dann kriegen wir 50 Grad Celsius hier. Guck mal, ist doch ganz einfach. Wir haben in den letzten 27 Jahren haben wir 75% der Biodiversität vernichtet. Das ist Fakt. Da bist du auf dem richtigen Weg wieder. Genau. So. Und das heißt also, das ist ein einfacher Dreisatz. Das heißt also, in 9 Jahren 25%, in 18 Jahren 50%. Wir haben doch noch 7 Jahre. Moment. Siehst du, richtig. So wird 9. Warum 9? Siehst du? Wenn wir von heute ausgehen, in den letzten 27 Jahren haben wir 75% vernichtet. In 9 Jahren 25%, in 18 Jahren 50%, in 27 Jahren 75%, in 9 Jahren 100%. Also du glaubst, wir haben nur noch 9 Jahre. Jetzt darf ich noch mal was dazu sagen. Da kommt nämlich genau der entscheidende Punkt dahinter. Dank Maschinen wird immer schneller gearbeitet. Und wenn dann die Bienen weg sind, die in China, die steigen auf die Leide und bestäuben die Bäume per Hand, weil sie keine Bienen mehr haben. Ja, weil die 5G eingeschaltet haben und die Bienen können dann nicht mehr existieren. Ja, wenn die Bienen aber weg sind, dann hat der Mensch noch 4 Jahre zu leben. Wir haben also noch 13 Jahre. Das ist und sie sagt 7. Nein, aber laut Bibel haben wir nur noch 7 Jahre. Weil ist ja auch egal, von mir aus haben wir auch 9 Jahre. Ist ja, komm, egal. Komm, erzähl, ich will das wissen mit der Bibel, weiß ich nicht. Aber warum machst du jetzt ein neues Fass auf? Ich war noch nicht ganz fertig. Bist du gläubig? Ja. Bist du katholisch? Nein. Bist du Protestant? Nein, überhaupt nicht. Bist du Baptist? Nein, überhaupt nicht. Du bist nicht getauft?
Doch. Wie denn? Im Jordan. Er spielt doch keine Rolle. Das Erzähl mal. Nee, das Entscheidende an der Sache ist, das ist jetzt mein viertes Leben auf der Erde. Das ist Fakt. Ich bin also schon dreimal dem Tod von der Schippe gelegt. Das ist auch Fakt. Ich habe ein Nahtoderlebnis 1983 gehabt und habe die nächsten 100 Jahre gesehen. So. Ja? Du hast ja gesehen, dass die Erde hier bald erneuert wird durch den lieben Genau. Gott. Genau. Und hast du im Nahtoderlebnis gesehen? Ich habe gesehen, dass ich etwas erreichen kann, dadurch, dass ich es weiß. Frag meine Schwester, ich habe 9/11 gesehen. Ich habe es nur 4 Jahre vorher gesagt. Das aber du, also einmal hattest du ein Nahtoderlebnis, oder hast du mehrere gehabt? Ich hab mehrere Sachen gesehen. Also du hast ein Nahtoderlebnis gehabt, aber hast währenddessen mehrere Sachen gesehen. Richtig. Ja. So, das heißt, ich habe etwas gesehen, was mich betrifft. Ich habe auch gesehen, dass meine Frau sich das Bein bricht. Ich habe sogar gesagt, wann. Ich habe gesagt, die nächsten 14 Tage geh links rum anstatt rechts rum. Sie hat nicht auf mich gehört. Ist Beinbruch ist passiert. Das ist auch Fakt. Ja? Ja, glaubst du an die Mondlandung? Nein. Auch nicht. Ja, und was hast du gesehen? Ich habe gesehen, dass, das war 1983, im August, wo hier in Frankfurt fast 40 Grad waren. Das ist 39, schieß mich tot. Ja. Ja, da ging es mir also 6 Wochen lang unglaublich schlecht. 2, 3, 5, 10 Medikamente, nichts hat geholfen, dann habe ich es abgebrochen. Und dann kam das Fieber, 37, 38, war das 2003 oder so? 1983. Ja. Kannst du nachlesen. Ja, da habe ich, gerade bei Leibold angefangen. Nana. So. Und Fakt ist, ich habe etwas gesehen, ich bin einen langen Gang entlang. Ja. Ja? Ja, wenn ich jetzt so sage, ich gehe jetzt also diesen dunklen Gang lang und so weiter, habe mich rechts rumgedreht, habe die Türen aufgemacht, lauter abgehackte Arme und Hände gesehen und in jeder Hand waren komische Münzen, sage ich jetzt mal. Komische Münzen, komische Geldstücke. Ja. In den abgehackten Armen mit Händen waren die Münzen. Genau, in der Hand. Ja. Die haben sie mir gezeigt. Ja? Die haben sie mir gezeigt. Das ist Fakt. So. Und jetzt kommt der Witz bei der Sache. Ich habe auf der linken Seite habe ich 6 Schaukästen gesehen. Ich habe auf der rechten Seite 6 Schaukästen gesehen. Am Ende des Raumes habe ich ein Brandenburger Tor gesehen aus lauter 5-D-Mark-Scheinen. 5-D-Mark-Scheinen, die waren ja kaum im Verkehr. Ja? So, und hinten links im 6. Schaukasten habe ich eine Münze gesehen. Es war ein 2-Pfennig-Stück, ganz markant. So, oben abgehackt und nur halb drauf geprägt. Ja? Sehe ich heute noch vor mir. Dieses Stück habe ich gehabt zu dem damaligen Zeitpunkt, war eines meiner ersten Fehlträger. Das war sozusagen die Initialzündung, so wie Donald Duck seinen Kreuzer hat, sein 10-Kreuzer-Stück. So, und dann bin ich durch die Wand durchgegangen, durchs Brandenburger Tor. Das war ja 83. Aber da gab es ja noch die DDR. Und ich bin durchgegangen. Es war menschenleer, ich bin durch die Wand durchgegangen, ein unglaublich helles Licht. Ja? So, und dann kam eine Stimme, die letzten 2 werden golden sein. Die letzten 2 werden golden sein. Ne? Genau. Damit ich schweißgebadet aufgehört. Hab sofort nachgeguckt, dieses 2-Pfennig-Stück. Ich hab's genauso, wie es da war. Nur, es gab noch unglaublich viele Details. Ich habe eine Liste gesehen. 30 Ziele. Die lückenloseste, die umfanggrößte. Als Weltrekord anerkannt, im Guinness Buch der Rekorde, Münzweltmeister, bin im Buch verewigt, war im Radio, war im Fernsehen, das habe ich alles gesehen. Ja? Ich habe von den 30 Zielen 29 erreicht. Aber wie meinst du denn jetzt, aber wo kommen denn da jetzt die 9 Jahre drin noch vor? Das hat doch jetzt damit überhaupt nichts zu tun. Aber ich dachte, hättest dann kommen wir zu meinem Thema gesehen. Wieder. So, ich habe das gesehen, ich habe das alles erreicht.
Ich dachte, da hättest du das auch gesehen mit den 9 Jahren. Nein, das ist ja eine, du musst ja jetzt so vorstellen. Die Statistiken, die fangen ja im Grunde genommen erst die letzten 2-3 Jahre an, oder was das anbetrifft. Die sprechen ja immer von die letzten 30 Jahre, die letzten 27 Jahre oder die Schallgrenze ist 2050, das soll ja alles neutral sein und so weiter. Und deswegen war für mich die klimaneutral, Frage, ja. Klimaneutral sein. Deswegen war für mich die Frage, ich habe vor 12 Jahren angefangen, deswegen haben wir ja auch viel darüber diskutiert. Ja. Ich weiß ja nicht, ob du es in den Channel gemacht hast, das, was wir mal gemacht haben. Ja, wir haben da, was ich machen konnte. Ne? Aber man muss immer im Kontext bleiben und man darf nicht immer ein neues Fass aufmachen. Ne? Gut. Die Kilowattstundenbeschreibung haben wir diskutiert. Ne? Genau. Leistung mal Zeit, ne? das ist Arbeit. Ne? So, Fakt ist, dass ich es geschafft habe, zu sagen... Spann deinen Schirm auf. Ich möchte autark werden. Autark heißt -100%. Und die Frage war, wie weit komme ich runter? Autark von CO2. Ach so, ja. Kilowattstunde ist gleich CO2-Ausstoß. So, und die sind meistens bei 10 bis 12 Tonnen. So, und ich bin unter einer. Das ist auch Fakt. Im Jahr oder im Jahr. Im Jahr. Ja, das ist ja wichtig, ne? Also heizen tue ich seit 6 Jahren, 7 Jahren überhaupt nicht mehr. Das macht ja alles dieser von der Greta Thunberg da, der spendable Milliardär. Spielt kein. Da kriegen wir ja auch die Gehirnwäsche immer. Damit auch alles nur damit von 5G abgelenkt wird. Ich war einmal bei Fridays. Ich muss mal nach Hause, mir ist kalt, ja. Und es regnet jetzt. Ja. Ich war einmal bei Fridays for Future. Ja, an der Konstablerware. Ich habe da auch mal mitgemacht. Genau. Ja. Und dann habe ich die Leute gefragt, wie viel Strom verbrauchen sie denn? Die haben nur heiße Luft. Wissen wir nicht. Weiß ich nicht. Was zahlt ihr denn pro Monat? Weiß ich nicht. Bezahlt meine Mutter. Siehst du? Ja? Und so. Die Frage, die stelle ich sehr vielen Leuten. Genau. Ich frage die nach dem Stromverbrauch. Genau. Und viele sagen mir ungefähr 30, 40 Euro. Die erzählen mir den Geldverbrauch. Und da habe ich gesagt, ich habe dich nach dem Stromverbrauch gefragt.